Liebe Freunde vom Mike's Tool Shop, wir haben ja eine Reise begonnen und mit der Reise geht es weiter natürlich. Ich habe vom Valentin eine schöne MDF-Platte in dem Maß bekommen für meinen großen Multifunktionstisch. Man kann auch sagen, das ist ein gepimpter MFT3 XXL, wenn man so will. Auf jeden Fall habe ich mir schon mal erlaubt, dass ich da jetzt den Lochraster einfräse. Das Herstellen des Lochrasters ist eigentlich ganz easy. Was man dafür braucht, ist eine Oberfräse, eine Fräserblone und ein passender Fräser. Und wie Sie seht, habe ich da nur in der Mitte mehr oder weniger mein Lochraster. Warum? Weil mir das andauernd anstinkt, dass irgendwas durch die Löcher durchfällt. Beim Bau vom Unterschrank werden wir natürlich da was machen, dass ich da wahrscheinlich so eine kleine Schublade oder irgendwas habe, dass ich das dann sehr schnell aufsammeln kann. Nur mir nervt halt andauernd das Runterfallen von Gegenständen. Und der ganze Schmutz, der fällt natürlich auch durch. Viele, die was so einen Lochraster haben, die wissen, was ich da unterbei für Schmutz ansammeln kann, gerade wenn man unterbei einen Schrank hat. Und das mag ich ein wenig dann eben umgehen. Ich habe auch ganz bewusst rechts von mir aus gesehen am Tisch genau auch keine Löcher gemacht, weil es einfach oft darum geht, du musst Material ablegen, du hast einen Bauplan, du magst eine Maschine abstellen, ganz viele andere Sachen und da stört es mich halt einfach immer wieder. Der Lochraster ist sehr präzise, ich habe das ein paar Mal noch kontrolliert, man kann damit auch exakt 90 Grad schneiden mit dem Steckbolzensystem. Da gibt es auch schon ein Video dazu, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Das funktioniert alles tadellos, nur für das, was ich da schneiden und machen müsste, ist für mich die Fläche mehr als wie ausreichend. Ich verstehe natürlich, dass ein großer Lochraster auf so einem Tisch natürlich mega sexy ausschaut, nur in meinem Fall hätte ich es ja nicht wollen, weil es geht ja um meinen Traum-MFT. In meinem Fall habe ich da eine wunderschöne Fräserblone verwendet, die gibt es bei uns auch im Shop. Habt ihr auch unten in der Videobeschreibung zum Kaufen, wenn ihr es wollt. Und mit der kann ich eine Tischbreite von einem Meter ohne Probleme abdecken. Ich kann aber auch noch viel größere Sachen damit fräsen, weil die haben da so Knubbis drauf. Die sind 20 mm im Durchmesser, das heißt, ich fräse einmal mein Loch. Und dann hake ich natürlich mit der Schablone in jedes weitere Loch ein und kann dann mein 96 auf 96 mm Lochraster perfekt fräsen. Für die Schablone brauche ich einfach eine starke Oberfräse. Ich sage einmal 1000 Watt ist das Minimum, mit einem 27 mm Kopierring. Den gibt es für viele Fräsen, für viele wieder nicht. Aber ich brauche dann 27er Kopierring sowie einen 20 mm Beschlagbohrer, so heißt der. Das ist mehr oder weniger ein Forstnerbohrer, der was die Drehzahl von einer Oberfräse aushält. Bitte ja keinen normalen Forstnerbohrer anschneiden und einspannen. Lasst das ja bleiben. Und da habe ich dann die Möglichkeit, dass ich sehr maßhaltig und sehr präzise einen Lochraster fräsen kann. Bei dem ist aber ein bisschen zum Aufpassen. Jeder Fräser hat ja eine Markierung drauf, da wo er eingespannt werden soll. Den habe ich um gut 6 mm aussortieren müssen. Das kann man auch ohne Probleme machen, außer man hat Angst, dann sollte man es nicht tun. Aber ich habe mal, wie gesagt, 6 mm herausgezogen und habe dann ordentlich durchfräsen, durchbohren können. Alternativ kann ich das aber auch machen, zum Beispiel bei der Frässchablone mit einem 17 mm Kopierring und einem 10 mm Fräser. Da muss ich aber einmal rundherum fahren, dass ich das Loch sauber ausfräse. Besser gesagt, ich tue einmal grob fräsen und dann fahre ich einen schönen Schlichtgang nochmal natürlich das Loch sauber aus, dass man natürlich schöne kreisrunde Löcher hat. Und weil die Frage schon gekommen ist, gestern in einem Kommentar, glaube ich auf Facebook war es, mit dem Beschlagbohrer habe ich in der Regel keine verbrannten Löcher, wie man es so kennt. Und die Löcher sind auch viel maßhaltiger, weil sich der natürlich auch zentriert. Und damit habe ich wirklich exakte kreisrunde Löcher, weil ja die Löcher außerbohrt. Ich kann das Ganze natürlich auch mit einem Nutfräser machen, das funktioniert natürlich auch. Da ist halt unbedingt wichtig, dass der Fräser Kopfschneiden hat, sprich zwei Schneiden auf der Seite plus einmal natürlich der Kopf, da wo er eintauchen muss, auch schneidend ist, weil sonst verbrennt euch die ganze Mühe oder ihr kommt nicht gescheit ins Material rein. Und der Fräser verschleißt natürlich auch noch viel schneller. Mit normalen Nutfräsern kann es aber passieren, dass ihr Brandspuren habt. Das kann passieren, muss nicht passieren. Man muss aber auch sagen,
Wenn ihr zum Beispiel das eben auf Multiplex macht oder Siebdruckplatte, was viele nehmen, da ist halt die Standzeit von so einem Fräser schon sehr gering. Also es kann sein, dass man eben die Fläche bohrt, dass ihr einen zweiten Fräser braucht, einfach weil der durch den hohen Leimanteil in dem Material und durch die ganzen Schichten einfach schneller verschleißt. Bei MDF war es heute halt ein beschlagbarer Ewig, ihr habt es mal gesehen, der ist nicht nur am ersten Mal im Einsatz, sondern schon ein paar Mal. Und das funktioniert wirklich tadellos und meine Löcher sind nicht verbrannt oder haben irgendeinen anderen Schaden. Das wäre die erste Möglichkeit, die habe ich verwendet und die Schablone habe ich da schon eine Zeitl und das funktioniert auch wirklich tadellos. Alternativ haben wir eine zweite Frässchablone für den Lochraster im Sortiment. Die ist klein und praktisch, erfüllt aber dasselbe. Und da sind in dem Set gleich zwei solche Bankhaken, Anschlagbolzen mit dabei. Die kann ich dann für mein Lochraster natürlich verwenden zum Materialanschlagen oder zum andere Sachen machen. Sowie brauche ich die, dass ich mit der Frässchablone ordentlich arbeite. Ich habe da viele Möglichkeiten. Ich kann natürlich einmal die Bolzen mir da reingeben und einmal Material anschlagen, das natürlich festzwingen und meine ersten Reihen bohren. Ich kann aber dann das Ganze natürlich auch fürs Weiterarbeiten verwenden. Das heißt, also ich kann die langen Anschlagbolzen runterschrauben, das ist ein normales Gewinde, und kann das Ganze dann auch nehmen, dass ich natürlich meine Frässchablone nachsetze, dass ich dann meine nächste Reihe bohren kann. Und das funktioniert auch tadellos, kein Problem. Man sieht ja, dass mein Lochraster, wie gesagt, präzise ist, weil das da sauber reinrutscht, da gibt es keine Probleme. Und ich kann mich dann natürlich dann so auch rüberhandeln und kann halt mein Lochraster herstellen. Für alle, die was sagen, der ganze Damm-Damm ist mir ja nicht einmal wert, dass das so präzise ist, weil ich mag ja nur irgendwelche Hebel zwingen, irgendwelche anderen Anschlagbolzen, sag ich mal, da reinstecken. Kannst natürlich du auch mit einem 20 mm Forsterbohrer einfach Löcher bohren, wo du das brauchst. Und kannst das natürlich auch nutzen. Das mit dem Fräsen macht halt nur Sinn, wenn man halt einen akkuraten Lochraster haben mag, dass halt selber die Befriedigung groß ist. Oder einfach, wenn man halt mit einer Tauchsäge, mit Führungsschiene, einfach da das Material anschlagt. Die Schiene schlagt man lange Bolzen an und dann kann ich halt da exakt schneiden. Wenn man das haben mag. In meinem Fall habe ich es halt gemacht, weil ich die Frässchablone gehabt habe. In eurem Fall müsst ihr es für euch abwägen, was euch wichtig ist. Entweder einfach das Loch bohren, dass ein Loch da ist, oder ihr kauft euch halt so eine Frässchablone, da macht es euch selber. Die Möglichkeit besteht ja auch, dass man halt den Lochraster herstellen kann. Für Nutzer von dem Festool Lochreimsystem kann man natürlich das auch machen. Ihr könnt damit natürlich auch im 96er Maß, sage ich mal, euch einen Lochraster bohren. Die wissen das aber eh, weil wer das Lochreimfrässystem hat, der kennt es in der Regel aus und weiß, wie er das zum Herstellen hat. Auf jeden Fall ist das alles easy cheesy gegangen. Mein Lochraster steht. Ich habe dann das Loch ein bisschen angefasst. Mir ist das in der Vergangenheit ein paar Mal am Socken gegangen, dass wenn ich was sehr stramm sitzt in dem Loch, rausziehe, dass man da ein bisschen das Material aufhebt. Jetzt habe ich das angefasst, beziehungsweise wenn ich mal mit irgendwas dagegen stoße, das was ja passieren kann, dann mache ich mir nicht gleich alles kaputt, sondern es ist halt eh schon mal ein wenig angefasst oder abgerundet. Ich wollte ja eine Fläche frei haben, einfach dass man da was ablegen kann, dass nicht andauernd irgendwas durchgefällt, dass nicht der ganze Dreck andauernd unten ist. Und da habe ich mir einfach dann so eine Mulde eingefräst. Das ist ja ganz simpel, ihr könnt da irgendeine freie Form nehmen, übertragt es da mit einem Kopierring und halt einem Nutfräser oder einem Hohlkehlfräser. Übertragt es euch einfach dann aufs Material. Bei mir ist da der Bleistift, weil ich habe ein massives Leiden mit Bleistiftverlust. Andauernd liegt irgendwo ein Bleistift am Boden oder er rutscht runter oder ein Kuller drunter. Und da habe ich jetzt meine Mulde und das hält er wirklich tadellos, dass da jetzt nichts mehr rauskullert. Dann habe ich, obwohl ich es nicht einmal haben wollte, nur ich habe mich dann da dazu bewegt, dass ich die Platte öle. Normalerweise stehen wir so auf rohe MDF-Platten, die kriegen eine ganz geile Patina mit der Zeit, vor allem wenn die Oberfläche stark benutzt ist. Da habe ich jetzt mal das erste Mal geölt und einmal einen Zwischenschliff gemacht. Und wenn dann die ganze Gaudi fertig ist, dann kriegt er eine finale Ölung, seine letzte Ölung. Mit der Ölung erhoffe ich mir halt einfach, dass wenn dann Leimrückstände auf dem Tisch sind, dass die dann leichter runtergehen. Ob das dann in der Praxis sich so bewahrheitet, werden wir sehen. Ich würde es halt unbedingt machen, vor allem es kann mir passieren, dass da mal der Tisch wo steht, da wo vielleicht eher Feuchtigkeit hinkommt. Und dann hat man einfach mal ein wenig eine Schicht drauf, beziehungsweise stelle ich dann oft eben beim Arbeiten meinen Kaffee an. Nebenbei die schöne Holzwüt Mike's Toolshop Tasse gibt es bei uns im Shop zum Kaufen. Ich verlinke es euch sehr gern natürlich in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall stelle ich da meinen Kaffee ab und bei den alten Platten habe ich andauernd irgendwelche Kränkerl gehabt, das was aufgegangen ist. Und das hoffe ich halt, dass jetzt dann nicht mehr passiert. Lochraster haben wir, meine Stiftemulde haben wir besprochen. Eine Veränderung gibt es und an dem Platz wird dann die Fressstation sein. Ich wollte unbedingt das haben auf dem Tisch,
dass halt die Fräse da sauber integriert ist, nicht mehr über irgendwelche Anbautische. Und das Ganze soll so sein, dass das irgendwann einmal als Verbreiterung für die Maffel Erika oder halt eine Tischkreissäge ist. Ich bin dann ein wenig am Tüfteln, ob sie das wirklich auszahlt, dass man die Erika so modifiziert, dass ich mit ihrem schön hin und her fahren kann. Und eine 3000 Euro Maschine schneien, da füllen wir dabei wirklich nur die Eier in der Hosen. Aber ich bin ein wenig am Planen, am Tüfteln, wie wir da zusammenkommen, ob man da irgendwie ein wenig was modifizieren kann, dass ich mit ihrem mehr oder weniger bis zum Sägeblatt fahren kann. Und den Tisch als Tischverbreiterung nutze, dass ich dann irgendwann einmal eben einen Reiter habe, dann stelle ich mir den auf 1,50 Meter und kann dann Material mit 150 cm Breite einfach dann sauber ablenken. Auf jeden Fall habe ich da jetzt schon mal die Doppelprofilschiene einlassen. Da habe ich dann einfach mit der Tauchsäge zwei Schnitte gemacht. In Summe waren es drei Schnitte. Da ist mal einmal die Breite ermittelt. Dann habe ich natürlich die Doppelprofilschiene, das Material genommen, eben zum Dicke messen. Haben wir in einem Video schon mal erklärt, funktioniert er wirklich tadellos. Und in meinem Fall ist es wirklich bündig und hat beim ersten Mal passt. Dann habe ich das sauber ausgefräst. Und ja, ich habe den Steg vom Profil auch mitgefräst, weil das bisschen Aluminium, das macht dem Fräser nichts, da passiert auch in der Regel nichts, wenn du die Fräse stramm führst. Ich habe natürlich dann mit einem Aluprofil einen Anschlag gebaut, dass ich mit der Fräse da entlang fahren kann. Ja, das Resultat spricht für sich, kann man lassen. Dann habe ich natürlich mit dem Festool-Zentrierbohrer meine Bohrungen hergestellt. Da habe ich jetzt gerade keine Schrauben gehabt, die kommen hoffentlich in den nächsten paar Tagen, dass ich das dann auch sauber festschrauben kann. Und weil ja blau dann so ein Thema ist bei dem Tisch, einfach weil ich mit der Doppelprofilschiene auch schon blau bin, werden wir eine Sauter Einlegeplatte eingeben, die findet ihr bei uns auch im Shop. Oder Crack Tool hat vielleicht irgendwann einmal was Cooles, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird da dann eben die Fräse drinnen sein zum Fräsen. Und der Anschlag wird dann umgebaut, da bin ich auch noch ein bisschen am Planen und am Tüfteln. Es gibt bestehende Lösungen, die tun wir noch nicht so. Auf jeden Fall mag ich da dann meinen Fräsanschlag haben mit Absaugung, dass das alles wirklich tiptop ist. Dann kann man den da sauber einstellen, eben dann fixieren und sperren und kann da mit meinem Material zum Beispiel dann anschlagen, schöne Einsatzfräsungen machen oder halt normale Fräsarbeiten zum Herstellen natürlich. Die Art von Fräsen ist bei mir jetzt gerade nicht jeden Tag im Einsatz. Viel mache ich mit der Hand überfräsen, deshalb sage ich mal permanent in der Hand. Aber ja, ein Falzfräsen zum Beispiel ist mit händisch geführt ein bisschen batschert. Da müsst ihr halt über den Tisch gehen. Und das wird halt dann da das Resultat sein. Was passiert als nächstes? Als nächstes werden wir anfangen mit dem Unterschrank. Da habe ich ja schon die Holzplatte zugeschnitten, auf dem was der ganze Tisch draufkommt. Der ganze Tisch wird, sage ich mal, um gute 8 cm dann höher werden. Das ist für mich sehr angenehm, weil ich da sehr groß bin. Dann kommt mir das ein bisschen entgegen. Und ich muss nicht jedes Mal so dastehen beim Arbeiten und kriege dann hinten einen Rücken, wie man in Deutschland so gern sagt. Sondern dann ist das auch ein bisschen höher, das ist verfahrbar. Ich kann den Tisch zu jeder Zeit runternehmen, wenn er mobil sein soll. Und das ganze Vorwerk mit dem Unterschrank vom Tisch, das bleibt halt dann bestehen. Und da werden wir halt das dann drauf aufbauen, da werden wir dann auch die Lade machen oder irgendwas anderes machen, dass ich dann der Dreck dann drunter drauf fällt, sondern dass man halt das dann schnell mal rauszieht und aussagen kann oder sein Bit wiederfindet, wenn man verliert. Dann kommt auch noch eine komplette Stromversorgung an den Tisch dran. Sprich, ich habe mit einem Stecker alles versorgt, was ich will. Sauger, Fräse, Anschluss für weitere Maschinen, Ladegeräte ist mir ganz wichtig. Ich mag das wirklich haben, dass das eine Arbeitsstation wird und nicht immer 100.000 Mal irgendwas anstecken muss. Ihr kennt es aus der eigenen Werkstatt, du wirst irgendwann mal deppert mit Verteilersteckdosen und das sollte in meinem Fall da wirklich nicht passieren. Auf jeden Fall, die ersten Arbeiten habe ich drauf gemacht. Die Länge des Tisches, die ist wirklich klasse, die ist wirklich lustig zum Arbeiten. Ich kann nur wirklich allen empfehlen, denen was das Geld wert ist, dass sie einen Multifunktionstisch von Festool verlängern. Das ist, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Ich habe früher schon mal einen modifizierten Tisch gehabt, der ist dann verschwunden. Aber das wird jetzt wirklich mein Traumtisch und da nehme ich euch ja mit auf die Reise. Aber ja, jetzt quatsche ich nicht mehr so viel. Die heute gezeigten Produkte findest du natürlich in der Videobeschreibung und Links zu uns im Shop rein. Es gibt auch neu im Shop unsere Holzbüt-T-Shirts. Die sind jetzt käuflich erhältlich im schönen Schwarz. Sehr angenehme Fristats-T-Shirt. Veredelt im Innviertel, also bei uns in der Nähe. Da ist wirklich was dahinter. Also die haben einen sehr hohen Tragekomfort. Ich trage die jeden Tag und die sind wirklich angenehm. Und ihr könnt damit uns auch aktiv unterstützen. Und Holz wüt, wild nach Holz oder wild auf Holz sein, ist ja da eine geile Message. Somit halte ich euch schon gar nicht mehr länger auf. Habt ihr Fragen, Ideen, Anregungen, postet es in die Videokommentare. Ihr wisst, mir antworten da sehr schnell. Somit halte ich euch auch schon gar nicht mehr länger auf.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Holzwerken. Bleibt gesund, tat's euch nicht weh. Pfiat euch, euer Mike.